Und über die Marktlage und über die Aussagen von Ben Bernanke in allererster Linie spreche ich jetzt mit Volker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Herr Hellmeyer, Ben Bernanke versucht, die Märkte zu beruhigen. Ist ihm das gelungen? Auf ersten Blick ist es ihm gelungen und wir freuen uns, dass Ben Bernanke damit in mein argumentatives Lager übertritt. Ich habe diese ganze Diskussion, das wissen Sie auch hier bei DAF, über die frühen Ausstiegsszenarien mit sehr viel kritischer Argumentation belegt und ich kann nur eins sagen, das, was er sagt, ist vollkommen richtig. Nehmen wir kurz Bezug auf die Arbeitsmärkte. Es wurde ja viel über, sie haben sich messbar gemacht mit der Größenordnung 6,5%. Was sagt die Arbeitslosenquote uns in den USA eigentlich aus? Wir haben vor 2007 oder in der Phase nach 2007 hochwertige Jobs verloren, die gut bezahlt worden sind und haben schaffen jetzt Billiglohnjobs. Und damit ist natürlich lohnsummentechnisch die Qualität des Arbeitsmarktes überhaupt nicht vergleichbar, auch bei identischen Quoten. Das ist der eine Punkt, wo er sagt, dass die Arbeitslosenquote aktuell natürlich das Bild auch verstellt. Der nächste Punkt ist die Partizipationsrate. Wir hatten 2007 eine Partizipationsrate am US-Arbeitsmarkt von 66% der Bevölkerung. Wir haben jetzt 63%. Das heißt, 3% haben aufgegeben, Jobs zu suchen. Auch das unterstreicht die mangelnde Qualität der aktuellen Arbeitslosenquote. Und der nächste Aspekt, den viele vollkommen außer Acht lassen, ist, der US-Wohnimmobilienmarkt erholt sich. Aber erholt sich, weil es ein niedriges, politisch induziertes Zinsniveau gibt, einerseits. Und weil auf der anderen Seite die Banken ihre Hypothekenpapiere an die Federal Reserve jeden Monat 40 Milliarden US-Dollar abgeben können. Wenn diese Interventionen wegfallen, fällt der US-Wohnimmobilienmarkt in sich zusammen. Das hat negative Folgen für die Verbraucher insgesamt, höhere Sparsamkeit. Das würde das Wachstum gefährden, das würde die Arbeitsmärkte gefährden. Ein schneller Ausstieg ist nicht auf der Agenda. Das habe ich die letzten Monate gesagt und ich freue mich, dass Herr Ben Bernanke es jetzt eingesehen hat. Also Fed-Chef Ben Bernanke hat zum Telefon gegriffen und bei Volker Hellmeyer angerufen und sich ein paar Argumentationshilfen abgeholt. So klang das jetzt fast ein bisschen. Nein, Signal ist schon verstanden. Andere Geschichte, vollkommen andere Baustelle und zwar Italien. Standard & Poor's hatte Italien abgestuft von dreifach B+ auf dreifach B. Die Märkte hat das allerdings relativ kalt gelassen. Da gab es dann gestern noch eine Anleihenauktion, man hat zwar ein bisschen mehr Zinsen zahlen müssen, aber die ganz große Katastrophe ist ausgeblieben. Haben diese Ratingagenturen doch irgendwo ihr Drohpotenzial verloren? Sie haben es irgendwo verloren. Es ist ja noch nicht vollkommen weg, aber sie haben es zu Teilen verloren und das auch zu Recht. Das Maß ist voll, sage ich auch Herrn Moritz Krämer von Standard & Poor's Deutschland. Was man sich hier leistet, ist nahezu unfassbar. Wir haben gestern die ersten positiven Zeichen, auch von der Konjunktur, Industrieproduktion mal wieder positiv. Da will ich noch gar nicht groß bei die Hodo machen. Ich möchte über zwei Daten sprechen. Es gibt einen Primärhaushalt, das ist ein Strukturdatum. Da steht Italien am besten da innerhalb der Eurozone mit plus 2,7% der Wirtschaftsleistung. Primärhaushalt, das ist der öffentliche Haushalt ohne Zinszahlung. 2,5 bis 2,7% plus in Prozent der Wirtschaftsleistung. Die USA stehen bei minus 4,6%. Wie kann man die USA auf dem zweithöchsten Bonitätsniveau haben mit minus 4,6% der Wirtschaftsleistung und Italien mit plus 2,5% bei diesem wesentlichen Datum zwei Stufen über Junk? Kriegen Sie dann eigentlich Antworten, wenn Sie solche Fragen stellen, gerade bei Standard & Poor's? Ja, dann heißt es gibt andere, wir haben andere Berechnungsmethoden. Diese Fakten sprechen für sich weiter. Italien macht Reformen. USA kann den Begriff nicht buchstabieren. Wenn wir über Zukunftsfähigkeit reden, dann bedeutet Reformpolitik zukünftig mehr Potenzialwachstum, eine geringere Fehlallokation der Produktionsfaktoren. Amerika kümmert sich gar nicht drum. Auch diese Malesche am Arbeitsmarkt ist Ausdruck dieser strukturellen Probleme, die überhaupt nicht adressiert werden in den USA im erforderlichen Maße. Also, wenn wir nach vorne schauen, aber auch den aktuellen Status, Neuverschuldung dieses Jahr 2,8-2,9% Italien, USA minus 6,5%, dann frage ich mich, was diese Jungs hier machen. Hier wird Politik gemacht über Ratingagenturen. Das ist meine These, denn wenn ich natürlich diese Länder über Rating destabilisiere in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, auch der Unternehmen, dann findet weniger Investitionstätigkeit statt. Und dann kann ich diese Krise in Europa am Brennen halten und damit auch von meinen eigenen Problemen
System vielleicht in den USA und Großbritannien und sonst wo ablenken, denn am Ende sitzen die Eigentümerstrukturen nicht in Berlin, nicht in Bremen und auch nicht in Kulmbach, sondern sie sitzen in London und New York. Und Fakt ist, wenn Sie die letzten 13 Jahre, und dieses Gespräch habe ich mit Herrn Krämer unter vier Augen geführt, Fakt ist, in den letzten 13 Jahren haben diese Ratingagenturen alle Fehlentwicklungen aus London und New York gedeckt. Und bei Europa fahren sie ja eine Politik, die in einem vollkommen Widerspruch zu diesem Gesamtansatz steht. Insbesondere ist es eine Nichtwürdigung der Reformpolitiken, die hier umgesetzt werden. Also von diesem Hintergrund, um auf Ihre Frage zu kommen, ich habe ja einen weiten Bogen geschlagen. Nee, sie hatten ja eingangs gesagt, dieses Drohpotenzial, das scheint direkt eine Tür für uns zu haben. Richtig, aber sie haben immer noch diese rechtliche Funktion. Das heißt, wir brauchen überall noch diese Ratings. Und da muss Europa ran, wir müssen andere Wege gehen im Emanzipationsprozess von dieser Machtachse Ratingagentur. Würde sich natürlich auch irgendwie die Frage dann stellen, was würde ein Downgrade der USA bewirken, wenn ohnehin die Federal Reserve die ganzen Anleihen aufkauft? In der Tat, aber man muss den Markt eben auch mal deutlich machen. Es gibt hier unterschiedliche Ansätze. Ein Downgrade für die USA hätte meines Erachtens gar nicht die großen Wirkungen, weil sie sagen, am Ende wird die Federal Reserve schon die Aufgaben machen, nur das eben auch Ausdruck einer nicht unerheblichen Schwäche. Auch wenn die USA gedeckt werden und auch Großbritannien durch die Ratingagenturen, die Fakten sprechen hier doch recht eindeutig für sich. Was für Fakten sprechen denn derzeit für den DAX? Für den DAX sprechen viele Fakten. Ich erwarte eine gute Quartalsaison, was die Unternehmensergebnisse anbetreffen. Ich glaube, sehe hier keine nachhaltige Enttäuschung, in der Tendenz leichte positive Überraschungen. Ich erwarte weiterhin einen positiven Konjunkturverlauf in der globalen Wirtschaft. China-Wachstum um die 7,6% dieses Jahr. Insgesamt ist das ein guter Rahmen, wo die Unternehmensgewinne auch durch das Niedrigzinsniveau in meinen Augen gut sprudeln werden, und damit ist das aktuelle Kursniveau sehr, sehr gut unterstützt. Wir haben diesen Einbruch an den Aktienmärkten, auch dieser Debatte über den Ausstieg aus den quantitativen Maßnahmen zu verdanken. Und damit bietet sich weiter Aufholpotenzial. Ich bin nicht euphorisch, wir bleiben dabei, Jahresende 8.700. Die 8.500 hatten wir ein bisschen schnell gesehen, das musste verdaut werden. Dann haben wir auf der Unterseite übertrieben, jetzt ist Potenzial da in Richtung wieder der bisherigen Jahreshöchstkurse, Jahresende Richtung 8.700. Das ist unsere Sichtweise fürs laufende Jahr. Ich sehe keine großen Unfälle, ich sehe keine großen Veränderungen in den Zentralbankpolitiken. Und machen Sie sich eins deutlich, 85 Milliarden US-Dollar pro Monat aus den USA und 60 Milliarden Dollar aus Japan macht zusammen 145 Milliarden, glaube ich, wenn ich mich verzählt habe, die an Zusatzliquidität reinkommen, und das beim besseren konjunkturellen Umfeld, das hat Wirkung. Das heißt, die logische Folge ist dann, wenn die ganze Liquidität oder ein Großteil der Liquidität in die Aktienmärkte fließt, dann braucht kein Mensch mehr Gold. Und wir sehen den Goldpreis jetzt so knapp bei 1200. Geht er noch weiter runter? Also ich sehe den Goldpreis nicht weiter runter. Ich bin der Meinung, wir haben an sich den Boden bei 1180 gesehen. Wir sind jetzt 100 Dollar höher. Aber die Messe ist da sicherlich noch nicht gelesen. Ich sage auch nicht, dass die Überschussliquidität alle in die Aktien gehen, sondern viele werden auch weiter geparkt. Die Risikoaversion wird immer noch ein Stück weit bleiben. Aber insgesamt wird diese Überschussliquidität sich die Wege suchen. Denn ultimativ werden wir ein höheres Inflationsniveau, wir haben jetzt gesehen, wir sind auf dem höchsten Niveau auch in Deutschland seit 12 Monaten, aus dieser Gesamtkonstellation bekommen, und Edelmetalle sind Inflationsschutz. Ich gebe bei Edelmetallen aus strategischen, aber auch aus zyklischen Aspekten überhaupt nicht auf. Für mich war diese Bewegung der Ausverkauf, eine Kapitulationsbewegung, eher kurzfristig orientierter Anleger. Das Gold ist in festeren Händen und das ist gut so. Und insbesondere in Asien ist es in verdammt festen Händen, und denn dahin fließt im Moment ein enormer Bereich gerade des physischen Metalls. Volker Hellmeier, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Dankeschön für Ihre Einschätzung heute Morgen. Gerne.